Smarana, ihr Lieben, wir nehmen heute mal die Numerologie und deuten die Zahlen in Bezug auf 2022. Jetzt hat dieses Jahr ja schon mal dreimal die 2 in sich und was das alles bedeutet, möchte ich mit dir heute besprechen. Was ich jetzt schon mal vorneweg nehmen möchte, das Jahr endet in einer Vollendung, also alles, was wir jetzt im nächsten Jahr durchmachen, bringt uns dazu, unser höchstes Potenzial, unsere höchste Spiritualität in der Vollendung zu erreichen. Und von daher gesehen, denke ich, macht es uns Hoffnung, auch noch dieses Jahr zu überstehen. Es ist nicht ganz so schlimm wie das aktuelle. Es wird auf jeden Fall in eine ganz neue, wundervolle Richtung gehen. Wir teilen mal 2022 in zwei Teile und der erste Teil, die 20, ist das, was uns praktisch bevorsteht und die 22 ist das, die uns zeigt, wie es geschehen wird. Also ich beziehe mich jetzt tatsächlich nur auf die Numerologie. Also die ersten beiden Ziffern und ich gehe mal von den ersten beiden Ziffern nur auf die 2. Die 2 kann man ja verstehen, von einem Großen und Ganzen, dass das zweigeteilt wird. Und das bedeutet all das, was wir gerade durchmachen, diese Trennung, diese gewollte, bewusste Trennung in der Gesellschaft, die Trennung zwischen der Entscheidung, soll ich oder soll ich nicht, ja, die Trennung zwischen Gut und Böse, zwischen schön und nicht schön, also alles, was jetzt die Gegensätze sind. Diese zwei Kräfte konkurrieren sehr stark miteinander auch noch im nächsten Jahr. Und da gehen wir aber hindurch, denn wir befinden uns ja in einer aktuellen Lernphase, die bis 2032 geht, in diesem langen Zyklus. Und da haben wir noch viel zu tun und wir sind aktuell richtig mittendrin. Und haben natürlich die Möglichkeit, sehr viel dabei zu lernen, uns weiterzubilden und einen Wachstum aufzubauen. Einen persönlichen Wachstum im Kleinen für uns und aber auch für die Gesellschaft, diesen großen Wachstum zu vollziehen. Und da sind die beiden ersten Ziffern, die uns zeigen, der Unterschied zwischen Hell und Dunkel, Licht und Schatten, die Gegensätze und die Widersprüche, die aktuell ja auch schon im Oktober sehr deutlich geworden sind. Und dazu kann ich sagen, dass der Oktober so ein bisschen der Spiegel ist für das Jahr 2022. Also das, was wir im Oktober alles so durchleben, bereitet uns vor auf das nächste Jahr. Viel Altes wird gehen und viel Neues wird kommen. Das sind diese Gegensätze, die miteinander kämpfen und alte Strukturen, die tatsächlich nicht mehr haltbar sind, die werden sich auflösen. Das ist einfach so und das ist das Leben, das ist normal. Wichtig ist es, dass wir unser gemeinsames Ziel als Basis betrachten, unser gemeinsames Ziel des Friedens und des gut miteinander Auskommens. Diese Balance zu finden, die beide Teile miteinander verbinden kann. Das ist unsere Aufgabe und wir werden sie auf jeden Fall meistern, denn wenn man an das Ende von 2022 denkt, dort haben wir die Energie der Vollendung. Das heißt also, jeder von uns hat die Möglichkeit, sich da sozusagen weiterzuentwickeln und auch für sich persönlich, also jetzt nicht nur in der Gesellschaft, sondern sich persönlich das herauszufiltern, was jetzt gerade wichtig ist, wo er in seiner Persönlichkeit am meisten wachsen kann. Da gehört auch die Spiritualität dazu, denn die Spiritualität wird sehr greifbar sein und es wird auch die Grenzenlosigkeit sehr intensiv vor uns stehen. Es heißt also auch,
Wir werden daran erinnert, dass wir uns selbst, oft selbst limitieren, dass wir durch unsere Gedanken all unsere Möglichkeiten oder viele von unseren Möglichkeiten limitieren. Und die Energien also im Jahr 2022 weisen uns darauf hin, geben uns aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, einen ganz großen Schritt nach vorne zu gehen. Und das zeigt sich auch im Außen in der Wirtschaft. Also die Wirtschaft hat diese großen Diskrepanzen, dieses große Hin und Her auch noch zu tragen, ist ja ganz klar, denn dort trifft Altes auf Neues. Also Altes, was nicht mehr haltbar ist, wo so viele Lügen gesagt wurden, wo die Wahrheit, wo es gar keine Wahrheit gibt sozusagen oder nur eine Wahrheit, das ist die Lüge. Diese Dinge werden konfrontiert mit dem Neuen. Und dieses Neue ist die Grenzenlosigkeit und ein gemeinsames Miteinander. Diese zwei Kräfte wirken also das ganze Jahr über. Und es wird sich dadurch natürlich auch unser System verändern. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es noch nicht im Gange wäre, sondern es geschieht ja schon viel, aber es wird sich nächstes Jahr noch mehr zuspitzen, dass wir zum Beispiel in der Finanzwelt Änderungen zu erwarten haben, Insolvenzen von den Banken. Es wird zwar versucht, das zu vermeiden mit besonderen Währungsmechanismen, aber es wird sehr, sehr schwer werden und es ist möglich, dass sich also da einiges verschiebt in der Finanzwelt und andere Strukturen von Systemen, die vielleicht die ganze Zeit gut waren, werden sich ebenfalls lösen. Da gehört auch das Schulsystem und Arbeitssysteme dazu. Also all das kommt in Bewegung und bekommt eine andere Richtung. An uns ist es, dies zu unterstützen mit unseren Gedanken, indem wir die Limitierungen aufheben und selbst erkennen, was richtig ist, was jetzt zu der neuen Zeit gehört. Und diese Unterstützung kommt also durch die 2 und die 0. Also das erste Zahlenpaar in der Zahl von 2022. Es ändert sich, die Strukturen lösen sich auf, die nicht mehr gebraucht werden und das Neue darf entstehen. Es wird viele Schlüsselerlebnisse geben, für uns persönlich auch. Ein tiefgreifender Wertewandel ist gerade im Entstehen, also unsere Werte, an denen wir vielleicht festhalten, können wir nicht mehr halten, weil sie einfach nicht mehr in die Zeit passen. Ich war neulich einkaufen und dann sagte eine Verkäuferin zu mir, naja, es hat sich halt alles geändert. Es ist nicht mehr so wie früher. Es ist jetzt eben so, hat sie gesagt. Sie hatte so von meinem Gefühl her mit sich selbst abgeschlossen, mit diesen ganzen Regelungen, Einschränkungen und ja, in dieses System, was da entstanden ist und hat einfach gesagt, es ist jetzt eben anders. Und dieses, es ist jetzt eben anders, bekommt noch einmal eine ganz andere Fahrt. Da tut sich einiges, denn das, was jetzt anders ist, wird in Frage gestellt, ob es tatsächlich gut ist, so wie es ist. Und dann wird sich das, was nicht gut ist, was eine Struktur ist, die dem entgegenwirkt, die Limitierungen aufbaut, dann wird sich das nicht mehr halten können. Das sind schöne Aussichten und es sind teilweise nicht leicht für uns, da durchzugehen, aber dennoch wird dann dieses Jahr leichter werden als eh das letzte Jahr oder das aktuelle Jahr sozusagen. Geistiges Erwachen wird leichter sein, weil die Energien der Spiritualität werden stärker werden, sodass die Menschen es leichter haben, in die Spiritualität hineinzukommen, es leichter haben, zu erwachen und zu erkennen, was ist richtig für mich. Was ist nicht richtig für mich? Und diese Energie allein bringt eine Änderung in der Gesellschaft, weil viele Menschen werden sich die Frage stellen, was ist jetzt wirklich richtig für mich? Was ist gut für mich? Will ich so weitermachen?
Es ist also der Wertewandel nicht nur im Außen, sondern auch im Inneren da. Und was noch ganz wichtig ist, es wird die Offenheit des Nicht-Sichtbaren sich zeigen. Also das, was nicht sichtbar ist, was nur ein spiritueller Mensch vielleicht wahrnimmt, das wird sich auch ändern. Also diese Wahrnehmung wird kolossal an Fahrt aufnehmen, und durch diese Wahrnehmung bekommen wir dann auch ein neues, anderes inneres Gleichgewicht. Und dieses neue Gleichgewicht, das gibt uns die Kraft, durch diese Zeit hindurchzugehen. Weil wir brauchen schon Kraft, damit wir das alles in uns verarbeiten können und dem Neuen dann auch ja unsere Kraft geben können. Und das wird natürlich unterstützt durch die geistige Welt, durch die Portaltage, durch die Mondenergien, Vollmond, Neumond vor allen Dingen. Und es ist immer gut, an diesen Tagen zu meditieren. Wir werden jetzt auch zum Vollmond eine ganz intensive Meditation zusammen machen, wer gerne dabei sein möchte. Wir werden intensiv das Licht ausdehnen und für die Energieerhöhung aller Menschen, die es möchten, und der Erde sorgen. Das ist der Weg, der uns einfach weiterbringt, und jetzt gerade an Vollmond wieder. Die Energien stehen günstig. Da wird es also noch leichter sein, das Licht einfach zu manifestieren und auszudehnen. Wenn wir dann schauen auf die zwei letzten Zahlen, den zweiten Teil von 2022, also diese zwei Zweier, da haben wir noch einmal eine Vervielfältigung der Zweierkraft alleine. Es ist also doppelt Vervielfältigung der Kraft und der Stärke. Und das beeinflusst uns dann so, dass wir uns leichter zusammen gegenseitig verstehen können. Also wir werden darauf auch aufmerksam gemacht, dass es nicht gut ist, uns gegenseitig zu bekämpfen. Ja, weil das kann ja nicht sein, dass die Menschen sich gegenseitig bekämpfen, obwohl es gab schon so viele Kriege. Aber die Energie nächstes Jahr ist einfach da, dass sie uns das ins Bewusstsein ruft, dass diese Spaltung und Trennung, die gewollt ist, dass das nicht unseres ist, dass das woanders hingehört. Und das gibt uns ganz viel Kraft und Stärke, einfach unseren Weg in Frieden und Harmonie zu gehen. Also diese Wege für Frieden und Harmonie, die werden sich auch zeigen. Die werden sich jedem Einzelnen zeigen. Und ihr wisst ja, die kosmischen Gesetze, so wie im Kleinen, so im Großen, wird sich das dann auch in der Gesellschaft zeigen, dass neue Wege entstehen. Und all dies gibt uns ein ganz großes Potenzial zu einer neuen, wundervollen Veränderung. Also es können auch ungewöhnliche Veränderungen, die wir jetzt noch gar nicht vermuten, sich manifestieren, und plötzlich haben wir das Aha-Erlebnis, ja genau das ist es doch, was uns jetzt weiterbringt. Und das wird sich auch in der Politik zeigen. Also alles, was jetzt gerade so geschieht, ist nicht in Stein gemeißelt, sondern das kann sich nächstes Jahr, also 2022, alles nochmal grundlegend ändern. Es kann auch sein, dass so eine sorglose Unbekümmertheit auftauchen kann, diese Energie auftauchen kann. In dem Moment sollten wir schon auch überlegen, dass wir nicht zu unbekümmert werden, sondern dass wir immer auch den Boden auf den Füßen behalten und uns versichern, ist es das, was ich wirklich möchte? Also es ist wichtig, dass wir uns immer uns selbst bewusst bleiben und dass dieses ist mir doch egal oder ich halte mich da raus, dass wir das vielleicht ein bisschen mehr ablegen und in die Aktivität hineingehen, nämlich das Große und Ganze zu unterstützen. Es liegt also die Entscheidung an, sich unseren verborgenen Kräften gewahr zu werden, sich deren zu öffnen und mit ihnen dann auch aktiv zu werden. Es ist ein sehr großes Potenzial vorhanden nächstes Jahr für Veränderungen. Und es gibt natürlich auch wieder Menschen, die haben vor spirituellen Veränderungen, also das sich erkennen und da in die Aktivität zu gehen, haben wahrscheinlich Probleme. Und diese Menschen, die sollten sich dann entscheiden, gehe ich den Weg
oder gehe ich ihn lieber noch nicht? In dem Moment, wo sie diesen Weg noch nicht gehen, kommt sehr harte Arbeit auf diese Menschen zu. Das heißt, sie brauchen viel Kraft und Energie überhaupt, um durch diese Zeit zu kommen. Der Mensch, der sich der Spiritualität öffnet, wird sehr viel Hilfe bekommen und dadurch leichter weiterkommen. Es hat natürlich jeder Mensch sowieso die Möglichkeit, sich der Spiritualität zu öffnen. Vor allen Dingen deswegen, weil ja im Jahr 2022 die Energien sehr günstig sind und sehr unterstützt werden von der geistigen Welt, dass du in die Spiritualität gehst und diejenigen, die schon drin sind, sich noch viel mehr entfalten können. Es ist also tatsächlich die Zeit des Neubeginns, des sich lösen von alten Dingen und des von vorne anfangen. Von vorne anfangen mit neuen Voraussetzungen. Es ist wichtig, seinen eigenen Weg einzuschlagen und lernen, auf seinen eigenen Füßen zu stehen. Es ist wichtig, seine eigenen Gedanken und Entscheidungen selbst zu treffen. Es ist wichtig, dass man sich nicht bestimmen lässt von der Politik oder von anderen Menschen, was zu tun ist. Also über die 22 am Ende dieses Zahlenpaar bekommen wir Kraft, die Kraft, standhaft auf dem Boden zu stehen. Und all das zusammen ist der Mix von Energien, die nächstes Jahr auf uns zukommen. Letztendlich ist es die Vorbereitung für die neue Ordnung, die jetzt umso stärker kommen wird. Und denkt dran, der Oktober ist so ein bisschen das Vorspiel für das, was nächstes Jahr alles geschieht. Wenn wir langfristig denken, sehen wir, dass ganz viele neue Wege kommen und vor allen Dingen, dass die richtigen Wege sich offenbaren werden und die werden wir dann alle in großer Freude gehen. Also langfristig gesehen ist es ein positives Jahr, auch wenn es noch ein bisschen schwer ist, durch dieses Hell und Dunkel hindurchzugehen, durch dieses Bekriegen der Energien, ist es aber dennoch leichter als das letzte Jahr und bringt uns das Neue. Das Neue, denn so wie es jetzt ist, im Moment bekriegen sich ja die beiden Energien zu sehr und wir sind so sehr hin und her geschubst und finden gar nicht so richtig die Mitte. Und im nächsten Jahr bekommen wir da sehr, sehr viel Kraft und eine ganz große Unterstützung. Ja, schön, dass du heute hier bist. Und wir werden jetzt gleich auch noch eine Meditation machen, um diese wundervolle Kraft und Stärke, die uns das Jahr 2022 bringt, jetzt schon in uns zu verankern, um den Rest des Jahres in der vollkommensten Kraft, vollkommensten Liebe, vollkommensten Vertrauen gehen zu können. Und das wünsche ich mir für dir, dass du die letzten 3 Monate noch sehr gut durch das Jahr hindurch durchkommst, um dein nächstes Jahr so richtig durchstarten zu können. Und schön, dass du dabei bist, wenn das Neue beginnt. Denn das Neue ist das, wofür wir hierher gekommen sind. Ja, ihr Lieben, dann fangen wir jetzt an. Ich mache erstmal die Reinigung, dass mein Kanal auch schön sauber ist. Und werde dann, was nehme ich noch? 9 und 9. Genau. Und ein bisschen Merlin. Ein bisschen Merlin-Energie. Genau. So. Smarana,
geliebtes Menschenkind, Smarana, geliebter Mensch. Voller Freude begrüße ich dich zu dieser Meditation, in welcher wir Kraft tanken werden und unsere Energie erhöhen werden. Und so lade ich die Engel der Liebe ein, dass sie uns jetzt begleiten. So fließt ein die Energie der Liebe und des Lichtes. Sie durchflutet deinen Raum. Und wenn es dir möglich ist, dann erlaube dir, dieses Licht einzuatmen. Atme Licht ein und Angst aus. Atme Licht ein und alles, was dich belastet, einfach aus. Tue dies mit deiner Hingabe. Tue dies mit deiner Achtsamkeit und Wertschätzung der Energien. Denn es ist das Licht der göttlichen Liebe, welches dich berührt. Und nun beginne dich auszudehnen. Beginne deine Aura zu fühlen, welche sich um deinen Körper legt. Und spüre in jede Auraschicht hinein. Beginne auch, den Rand der Aura zu erfühlen und dehne dich noch ein wenig weiter aus. Fühle deinen Lichtkörper. Fühle die Größe deiner Seele, deines eigenen Lichtes. Denn in dem Moment, wo du die größte Ausdehnung erreichst, werden dir die Engel der Liebe so viel Energie senden, sodass du selbst in deiner Energie angehoben wirst. Und so probiere aus, wie es ist, wenn du dich so weit ausdehnst, dass du so groß bist wie dein Zimmer. Und dann probiere aus, ob es dir möglich ist, dich so weit auszudehnen, wie dein Haus zu der gleichen Größe oder wie deine Stadt. Lasse nun alle Limitierungen los und fühle, wie es ist, wenn du dich vollkommen ausgedehnt hast. Zu einer riesigen Menge von Licht und Liebe. Denn du bist Liebe und du bist Licht. Und nun gehe in deinen Geist, in deinen Verstand und versuche, deine Limitierungen zu erspüren. Die Limitierungen sind das, wo du dir nicht vertraust, genügend Kraft zu haben. Sie sind das, wo du Angst hast, nicht weiterzukommen oder zu versagen. Alles, was du an Zweifeln trägst oder an einer Angst trägst, ist eine Limitierung, die du dir selbst gesetzt hast. Und nun erlaube dir, diese Limitierungen loszulassen. Erlaube auch den Engeln des Lichtes, diese Limitierungen
einfach aufzulösen. Und so spüre, wie die Energie deines Geistes sich ausdehnt, wie sie sich ebenfalls immer weiter ausdehnt. Und vielleicht schaffst du es, dass sich dein Geist genauso weit ausdehnt wie deine Seele. Versuche, die gleiche Ausdehnung zu erreichen. Völlig egal, wie sehr es dir jetzt möglich ist, denn du kannst es so oft wiederholen und solltest es auch wirklich so oft du kannst vertiefen. Denn Begrenzungen sind real. Sie begrenzen dein aktuelles Leben. Und so helfen dir die Engel der Liebe dabei und erhöhen deine Energie. Sie erhöhen die Kraft deiner Seele und sie lassen dich fühlen, wer du in Wirklichkeit bist. Lass es einfach zu und erlaube dir, dass die Engel an dir arbeiten, dass sie dich unterstützen, dein Licht zu fühlen, dass sie dir beistehen bei deiner Aufgabe, das Licht auf die Erde zu tragen. Und so geschieht es dann auch. Es geschieht so voller Liebe. Und es geschieht in der größten Achtsamkeit, welche nur ein Engel dir geben kann. Und so spüre nun in deinen Lichtkörper hinein. Spüre hinein und wisse, dass dir Gutes geschieht. Und spüre auch das helle Licht, wie es in dir leuchtet, wie es deine Aura zum Leuchten bringt. Denn nun werden die Engel des Lichtes und der Liebe dieses Licht in dir verankern, dieses Leuchten, sodass es immer bei dir ist. Und jedes Mal, wenn du wiederkommst, werden wir deine Leuchtkraft stärken. Und so lasse nun los von allem, was dich noch klein macht. Lasse los von allem, was dich hindert, deine Berufung zu gehen. Goldene Funken des Lichtes schweben nun zu dir hinab, vermischen sich mit deinem Lichtkörper und bringen deine Aura zum Strahlen. Das sind die Geschenke der Engel der Liebe für dich. Und ich danke dir, dass du heute hier warst. Und ich danke den Engeln der Liebe für diese wundervollen Energien. Und du darfst nun in deiner Geschwindigkeit, in deinem Rhythmus, so wie es sich gut und richtig anfühlt, wieder in das Hier und Jetzt zurückkommen. Und
wenn du wieder hier bist, dann lächle, denn das Lächeln deiner Seele, das strahlt jetzt aus deinen Augen. Ich hoffe, ihr seid wieder hier, ihr Lieben, und habt alles genossen, was an Energien geflossen ist. Und vielleicht spürt ihr ja noch die Ausdehnung, die ihr jetzt bekommen habt. Es ist ganz wichtig, in der aktuellen Zeit immer wieder die Energie zu erhöhen, immer wieder. Und ihr wisst, es gibt keine Begrenzung, es gibt kein Limit. Ihr lässt sich noch unendlich weit ausdehnen. Und je weiter wir uns ausgedehnt haben, dieses Licht in uns tragen, umso mehr Licht können wir abgeben. Darum geht es, umso mehr Licht wird auf der Erde sein. Und du gehörst dazu. Wenn du noch mehr solcher schöner Botschaften von mir erhalten möchtest, dann abonniere hier, klicke da drauf und abonniere mich. Gib mir auch ein Like, denn damit überbringst du mir deine Wertschätzung. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.